Apartheid zu lösen, bräuchte Bulgarien mehr Politiker wie sie. Wer in den Mahali, den Ghettos, geboren wurde, wird sie auch kaum verlassen. Die Villen bleiben ein Traum. Das ist nämlich Integration. Kanalisation, Gasanschlüsse, Licht, Straßenbau, alles andere ist leeres Gerede. Alles, was aufgebaut wird, damit es den Leuten besser geht, das ist Integration. Wie steht es mit der Bildung? Bei uns gibt es das zum ersten Mal, dass sich Roma für eine höhere Schule eingeschrieben haben. Etwa 40 Leute schließen heuer die mittlere Reife ab, was ein Rekord ist. Wir arbeiten jetzt vor allem am Bereich Bildung, weil die öffentlichen Infrastrukturen ja schon intakt sind. Wir arbeiten jetzt an der Alphabetisierung der Roma und versuchen, möglichst viele dazu zu bringen, auch die mittlere Reife abzuschließen oder noch weiter zu lernen. Man braucht eben nicht nur mehr Geduld, man braucht auch mehr Geld. In Europa werden pro Kopf 3 Euro für Roma ausgegeben. Europa subventionierte Kühe bekommen das Zehnfache. Einer der ganz Großen in der Gypsy Music kommt in den großen Sendesaal des Wiener Funkhauses. Harry Stoika. Roma aus Österreich, hier sind nicht nur prominente Roma integriert. Ein Weltreisender mit der Gitarre. Er kennt sein Volk, er kennt die Not, er kennt die Verzweiflung, vor allem in Südosteuropa. Unpolitisch ist er nicht, das ist er seinem Volk schuldig und seiner Familie. Von 200 Verwandten überlebten nur 6 die sogenannte Zigeunerpolitik der Nazis. Deshalb auch ist er skeptisch gegenüber staatlichem Handeln, auch staatlich verordneten Integrationsprogrammen. Ich meine, solange Zeichen gesetzt werden, ist das gut. Es ist egal, von wo die Zeichen kommen, die für uns Vorteile bringen. Ob das von der Politik oder von den Bürgern ist, das ist mir egal. Höchstens sie kommen und sie werden kommen. Es muss sich alles ändern, so kann es nicht weitergehen. Wir können die Leute nicht, man kann uns nicht einfach abschicken. Ich habe vorher schon gesagt, man kann uns nicht auf den Mond schießen, wir sind da. Man kann uns nicht an den Rand der Gesellschaft drängen, wir sind einfach da. Man muss sich mit uns arrangieren. Wir werden nicht weggehen von hier. Sicher nicht. Jetzt spielen wir die Roma-Hymne Jelem Jelem, aber ich habe es ein bisschen schneller gemacht, damit haben wir ein bisschen Tanzbuch. Gypsy Jazz ist längst ein Exportschlager, immer ein bisschen in der Gefahr, zum Selbstzweck zu werden. Zur modernen Spielart von Zigeunermusik-Kitsch, wie auch jahrhundertelang das europäische Bewusstsein vernebelte. Er will aber auch Aufmerksamkeit schaffen, will damit die Botschaft transportieren, dass sie unter uns leben, dass sie Bedürfnisse haben, und zwar nicht nur nach kultureller Identität. Es ist gerade der internationale Tag der Roma Anfang April. Zum Schluss und aus diesem Anlass Jelem Jelem, die Roma-Hymne. Ah!
mit der Gitarre. Er kennt sein Volk, er kennt die Not, er kennt die Verzweiflung, vor allem in Südosteuropa. Unpolitisch ist er nicht. Das ist er seinem Volk schuldig und seiner Familie. Von 200 Verwandten überlebten nur 6 die sogenannte Zigeunerpolitik der Nazis. Deshalb auch ist er skeptisch gegenüber staatlichem Handeln, auch staatlich verordneten Integrationsprogrammen. Ich meine, solange Zeichen gesetzt werden, ist das gut. Es ist egal, von wo die Zeichen kommen, die für uns Vorteile bringen. Ob das von der Politik oder von den Bürgern ist, das ist mir egal. Höchstens sie kommen und sie werden kommen. Es muss sich alles ändern, so kann es nicht weitergehen. Wir können die Leute nicht, man kann uns nicht einfach abschicken. Ich habe vorher schon gesagt, man kann uns nicht auf den Mond schießen. Wir sind da, man kann uns nicht an den Rand der Gesellschaft drängen. Wir sind einfach da, man muss sich mit uns arrangieren. Wir werden nicht weggehen von hier. Sicher nicht. Jetzt spielen wir die Roma-Hymne Jelem Jelem, aber ich habe es ein bisschen schneller gemacht, damit jetzt haben wir ein bisschen Tanzbuch. Gypsy Jazz ist längst ein Exportschlager, immer ein bisschen in der Gefahr, zum Selbstzweck zu werden. Zur modernen Spielart von Zigeunermusik-Kitsch, wie er auch jahrhundertelang das europäische Bewusstsein vernebelte. Er will aber auch Aufmerksamkeit schaffen. Will damit die Botschaft transportieren, dass sie unter uns leben, dass sie Bedürfnisse haben, und zwar nicht nur nach kultureller Identität. Es ist gerade der internationale Tag der Roma Anfang April. Zum Schluss und aus diesem Anlass Jelem Jelem, die Roma-Hymne. Wir arbeiten jetzt an der Alphabetisierung der Roma und versuchen, möglichst viele dazu zu bringen, auch die mittlere Reife abzuschließen oder noch weiter zu lernen. Man braucht eben nicht nur mehr Geduld, man braucht auch mehr Geld. In Europa werden pro Kopf 3 Euro für Roma ausgegeben. Europa subventionierte Kühe bekommen das 10-fache. Einer der ganz Großen in der Gypsy Music kommt in den großen Sendesaal des Wiener Funkhauses. Harry Stoika. Roma aus Österreich, hier sind nicht nur prominente Roma integriert. Ein Weltreisender mit der Gitarre. Er kennt sein Volk, er kennt die Not, er kennt die Verzweiflung, vor allem in Südosteuropa. Unpolitisch ist er nicht, das ist er seinem Volk schuldig und seiner Familie. Von 200 Verwandten überlebten nur 6 die sogenannte Zigeunerpolitik der Nazis. Deshalb auch ist er skeptisch gegenüber staatlichem Handeln, auch staatlich verordneten Integrationsprogrammen. Ich meine, solange Zeichen gesetzt werden, ist das gut. Es ist egal, von wo die Zeichen kommen, die für uns Vorteile bringen. Ob das von der Politik oder von den Bürgern ist, das ist mir egal. Höchstens sie kommen und sie werden kommen. Es muss sich alles ändern, so kann es nicht weitergehen. Wir können die Leute nicht, man kann uns nicht einfach abschicken. Ich habe vorher schon gesagt, man kann uns nicht auf den Mond schießen. Wir sind da, man kann uns nicht an den Rand der Gesellschaft drängen. Wir sind einfach da, man muss sich mit uns arrangieren. Wir werden nicht weggehen von hier. Sicher nicht.
Jetzt spielen wir die Roma-Hymne Jalem Jalem, aber ich habe es ein bisschen schneller gemacht, damit haben wir ein bisschen Tanzbuch. Gypsy Jazz ist längst ein Exportschlager, immer ein bisschen in der Gefahr, zum Selbstzweck zu werden. Zur modernen Spielart von Zigeunermusik Kitsch, wie auch jahrhundertelang das europäische Bewusstsein vernebelte. Er will aber auch Aufmerksamkeit schaffen, will damit die Botschaft transportieren, dass sie unter uns leben, dass sie Bedürfnisse haben, und zwar nicht nur nach kultureller Identität. Es ist gerade der internationale Tag der Roma Anfang April, zum Schluss und aus diesem Anlass Jelem Jelem, die Roma-Hymne.